Hey Fans und Trainer da draußen, hier ist Finn und willkommen bei Gira fragt mich. Heute sehen wir uns an, welche Neuigkeiten es im Nintendo Direct für das Pokémon-Franchise gab. Los geht's! In der letzten Woche kündigte Nintendo ein neues Direct an und auch wenn die Chance real war, dass wir dabei nichts Neues über Pokémon erfahren, waren doch einige Neuigkeiten für uns dabei. Eröffnet wurde das Direct sofort mit einem neuen Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur und den DLCs Der Schatz der Zone 0. Dazu gleich mehr. Vorher will ich über ein ganz neues Spiel für die Switch sprechen, das im Direct angekündigt wurde. Am 6. Oktober erscheint mit Detektiv Pikachu kehrt zurück der lang angekündigte zweite Teil der Reihe, die auf dem 3DS begann. Detektiv Pikachu kehrt zurück erscheint auf der Switch und setzt die Abenteuer von dem kaffeeabhängigen Pikachu und seinem Partner Tim Goodman fort. Das Game spielt wieder in Rime City und wird, wie der gleichnamige Live-Action-Film, wieder Rätseln und Geheimnissen auf den Grund gehen. Genau wie über Pokémon Sleep haben wir seit Jahren nichts mehr zu dem Projekt gehört, daher war es schon etwas überraschend, dass es jetzt doch noch kommt. Die Grafik reißt mich jetzt nicht aus dem Hocker, aber ich denke, es wird ausreichen, um Fans der Serie zufriedenzustellen. Ich persönlich habe den ersten Teil von Detektiv Pikachu nie gespielt, bin aber ein großer Fan des Films. Der war wirklich ziemlich gut und ich denke, dieses Mal werde ich mir das Spiel holen und anspielen. Es sind ja nur noch etwas über 3 Monate, bis Detektiv Pikachu kehrt zurück erscheint. Wirklich erwartet habe ich News zu Karmesin und Purpur DLCs. Und auch wenn keine massiven Neuigkeiten zu den Erweiterungen veröffentlicht wurden, gab es doch einige tolle Einblicke in die Welt der 9. Generation. Nach einem kurzen Intro können wir das erste Mal einen Einblick in die Welt von Kitakami, dem Schauplatz des ersten Teils, die türkisgrüne Maske erhaschen. Der Schulausflug bringt uns nach Midoriya, einem Ort in der Katakami-Provinz, der wohl wie Jubeldorf in Legenden Arceus als eine Art Hub dienen wird. Von hier aus kann man die Provinz erkunden. Kitakami sieht ziemlich nifty aus, allein dieser riesige Berg in Form eines Drachenkopfes sieht schon mal interessant aus. Wir können viele Pokémon sehen, die es bisher nicht in Karmesin und Purpur gab, wie Visor, Huthut, Yanma, Skorgler, Krebskorps, Vulpix, Relaxo und mehr. Hana und Joe sind Geschwister, die in Kitakami wahrscheinlich als Rivalen dienen. Neben Geschäften und einem Kulturzentrum gibt es in Midoriya auch die Statuen der neuen Pokémon Boninu, Benezaru und Beatori, die von den Bewohnern als die 3 Gefährten bezeichnet werden. Ich schätze mal, dass die 3 als eine Art sekundäre Starter behandelt werden. Sie tauchen beim alljährlichen Maskenfest in Midoriya auf und wir können die 3 erstmals im Spiel bewundern. Hier gefallen sie mir schon viel besser als im ersten Trailer. Die 3 haben Kitakami vor einem Ungeheuer beschützt, dem Oni. Und damit ist wohl Ogapon gemeint, das legendäre Pokémon der türkisgrünen Maske. Auf der offiziellen Website erfahren wir dann, dass Benezaru, Beatori und Boninu alle die Fähigkeit Giftkette erhalten. Diese sorgt dafür, dass jede Attacke, mit denen sie den Gegner treffen, potenziell zu einer schweren Vergiftung führen kann. Erstmal richtig nifty und wenn eines der 3 ein Tank ist, könnte das sehr gefährlich werden. Daher könnte man auch darauf schließen, dass alle 3 dem Typ Gift angehören. Und das ergibt auch Sinn, denn Ogapon ist ein Oni, also ein hinterhältiges Fabelwesen mit einem Blatt- oder Holzmotiv. Also könnte Typ Fee und Pflanze sein. Und dann wären die 3 Gefährten 4-fach effektiv mit ihrem Typ Gift. Ist bisher aber alles Hypnothese. Im 2. Teil des Trailers sehen wir auch den 2. Teil des DLCs, die indigoblaue Scheibe. Hier wird erneut kurz die Blaubeerakademie näher gezeigt, zusammen mit ihrem Leiter Cyano, einem Kollegen von Clavel und der Schülerin Tara. Die Akademie spezialisiert sich auf Pokémon-Kämpfe und daher liegt die Hoffnung nahe, dass wir hier endlich wieder eine Art Duellturm bekommen, der hoffentlich eine große Herausforderung wird. Ganz neu wurde die Terra-Kuppel enthüllt, eine Art 4-geteilter Naturpark unter Wasser, in dessen Biomen sich verschiedene Pokémon aufhalten, die man in Paldea nicht finden kann. Darunter Zebritz, Golgantes, Alola Kokowai, Yugong und mehr. Wir werden hier viele neue Pokémon antreffen, fangen und mit ihnen kämpfen können und die Terra-Kuppel sieht wirklich gigantisch aus. Damit hätte ich nicht gerechnet. Zum Schluss bekommen wir noch einen Blick auf Terrapagos im Spiel, auch wenn sein Typ weiterhin ein Geheimnis bleibt.
Leider wurde bis hierhin immer noch nicht angekündigt, wann denn nun der erste Teil von Der Schatz von Zone 0 erscheint, geschweige denn, was Kitakami und die Blaubeerakademie mit Zone 0 zu tun haben. Weiterhin wissen wir auch nur, dass Teil 1 im Herbst 23 und Teil 2 im Winter erscheint. Meteorologisch ist Herbst zwischen dem 1. September und dem 30. November. In diesem Zeitraum also sollte die türkisgrüne Maske erscheinen. Zu all dem fing in Pokémon Karmesin und Purpur direkt nach dem Direct ein neues Terra-Event an, das noch bis 2. Juli läuft. In diesem können wir zum ersten Mal Gierspens in der Truhenform in Terra-Raids herausfordern und in den 5-Sterne-Raids zum ersten Mal auf sein Shiny treffen. Aber Vorsicht, die Chance auf ein Shiny Gierspens aus einem der 5-Sterne-Raids liegt gerade mal bei 1 zu 4103. Jeder, der also noch ein anderes Leben hat, wird wohl diesmal nicht an ein Shiny kommen. Trotzdem natürlich an alle viel Glück, die es versuchen möchten. Achtung, das Shiny ist nur an seiner etwas helleren Körperfarbe zu erkennen, also besser alle fangen, die man besiegt. Dazu gibt es noch eine neue Geheimgeschenkverteilung, bei der es unter anderem einen super raren Freundesball gibt, also nicht verpassen. Und damit haben wir schon alle Infos aus dem neuesten Nintendo Direct. Ich hoffe, sie geben demnächst bekannt, wann der erste DLC erscheinen wird und was es noch alles dort Neues zu entdecken gibt. Besonders freue ich mich natürlich auf weitere neue Pokémon und Regionalformen. Ich hoffe, mein Wunsch wird erfüllt. Was sagt ihr zu den Neuigkeiten aus dem Direct? Was spricht euch am meisten an? Ich freue mich auf eure Kommentare. Damit wie immer teilen und liken nicht vergessen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Adios, Tragosso!